Ob eine unbekannte Stoffprobe ein Reinstoff oder ein Stoffgemisch ist, kann man nicht immer auf den ersten Blick erkennen. Dazu müssen die Stoffeigenschaften genauer untersucht werden. Jeder Reinstoff hat für ihn charakteristische Eigenschaften, wie seine Siede- oder Schmelztemperatur. Wasser zum Beispiel siedet bei 100 Grad Celsius. Bei gleichbleibenden Bedingungen sind die Eigenschaften von Reinstoffen konstant. Reinstoffe lassen sich durch physikalische Trennverfahren nicht weiter zerlegen. Und bei einem Stoffgemisch? Gibt man Salz in siedendes Wasser, steigt die Siedetemperatur an. Sie hängt davon ab, wie viel Salz man hinzugegeben hat. Bei einem Gemisch ändern sich also die Eigenschaften mit dem Mischungsverhältnis der Inhaltsstoffe. Das zeigt auch der folgende Versuch. Schwefel, Kaliumnitrat und Holzkohle sind Reinstoffe. Allein sind sie nicht sonderlich spektakulär. Mischen wir sie aber zusammen, erhalten wir Schwarzpulver. Es ist leicht entzündbar und verbrennt rasend schnell.